Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich muss mal schon noch sagen zum Kollegen Dohn, der eigentlich ja für den Antrag seiner eigenen Fraktion geredet hat, aber zum Antrag praktisch nichts gesagt hat. Das zeigt wieder mal, immer wenn es um Bahn geht, dann müssen wir alles selber machen. Da kann man sich nicht mal darauf verlassen, dass ihr euren eigenen Antrag vorstellt. Aber ich mache das gerne. Ich mache das gerne. Die Unionsfraktion moniert beispielsweise eine veraltete Infrastruktur, die Überlastung der Schiene und die Unpünktlichkeit im Bahnverkehr. Da fragt man sich, woher kommt es denn eigentlich? Ja, vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass zuletzt drei CSU-Verkehrsminister zu wenig investiert haben, zu wenig gesteuert haben, zu wenig vorgegeben haben, zu wenig Ehrgeiz hatten, dass ihnen schlicht und ergreifend die Schiene mehr oder weniger egal gewesen ist. Aber wir haben jetzt die Trendwende eingeleitet. Wir haben nämlich als Ampel zunächst mal das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz beschlossen, mit dem wir alle Schienenprojekte in Deutschland zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt haben. In Planung, Genehmigung, gegebenenfalls vor Gericht, kann es damit dann in Zukunft schneller gehen. Außerdem erschweren wir die Entwidmung von Bahninfrastruktur, damit auch noch Entwicklung in der Zukunft entsprechend möglich ist. Zweitens haben wir die Investitionsmittel deutlich hochgesetzt, alleine von 2023 auf 2024 von 9 auf 16 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt. Und wir haben mittelfristig bis 2027 27 Milliarden zusätzlich für die Investitionen in die Schiene vorgesehen. Das heißt, wir kommen schneller voran in Planung, in Sanierung und in Ausbau. Und man muss einfach mal sehen, wie groß der Nachholbedarf ist, 30 Jahre lang. Das ist seit der letzten Bahnreform. Da ist der Verkehr auf der Schiene um 29% gewachsen und gleichzeitig ist das Schienennetz um 17% geschrumpft. Und hier müssen wir bei diesem Schienennetz wieder den Trend umkehren, mehr Kapazität schaffen, damit die Züge pünktlicher fahren können. Sie fordern in Ihrem Antrag eine Reform bei der Deutschen Bahn. Es ist aber seit der letzten Bahnreform vor 30 Jahren nichts passiert, und überwiegend haben Sie regiert in dieser Zeit und die Verkehrsminister gestellt. Wir haben mit InfraGo zum 1. Januar diesen Jahres die Infrastruktur bei der Deutschen Bahn aus verschiedenen Unternehmen zusammengeführt, damit die Schnittstellen reduziert, die Dinge einfacher gemacht. Wir haben diese Infrastrukturgesellschaft am Gemeinwohl ausgerichtet, und wir haben dem Vorstand einen Auftrag erteilt. Sie hatten immer nur die Dividende im Kopf, die an den Bundeshaushalt abgeführt werden soll. Aber wir sagen jetzt in der Satzung als Auftrag an den Vorstand, Ziel und Aufgabe des Infrastrukturunternehmens ist es, Kapazität zur Verfügung zu stellen, bessere Qualität im Schienenverkehr zu ermöglichen und Verlagerungsziele von der Straße auf die Schiene entsprechend zu unterstützen. Sie fordern als Unionsfraktion, die Finanzierung vornehmlich aus Bundeshaushaltsmitteln zu machen. Sie kennen die Zwänge, die es im Bundeshaushalt gibt durch die Schuldenbremse. Und wenn man ihnen folgen würde, dann hätten wir weniger Geld zur Verfügung. Deswegen können wir nur froh sein für die Schiene, dass wir zusätzliches Geld über die Lkw-Mauterhöhung und Ausweitung zur Verfügung stellen, dass wir 40% der Gesamteinnahmen aus der Lkw-Maut in eine bessere, leistungsfähigere Schiene investieren, damit die Züge endlich pünktlicher fahren können und damit Verlagerungsziele auch entsprechend möglich geworden sind. Es ist aber auch klar, dass wir hier noch Aufgaben zu erfüllen haben. Obwohl wir erheblich mehr Geld zur Verfügung stellen, reicht es leider immer noch nicht. Und deswegen schauen wir auch in andere Länder, wo wir manche gute Vorbilder finden, wie wir zuverlässiger und besser die Schiene ausfinanzieren können. Ich komme, Herr Präsident, ich sehe die Zeit zum Ende. Sie haben in Ihrem Antrag einen Quantensprung gefordert. Wir haben mehrere Sprünge geschaffen, und wir werden dafür sorgen, dass aus diesen mehreren Sprüngen auch tatsächlich ein großer Quantensprung Kollege, für die Schiene wird, leistungsfähiger und zuverlässiger. Das muss Vielen die Bahn nämlich Dank, haben. Herr Kollege Gastel. Ist nicht ungeschickt, ne? Zu sagen, ich komme zum Ende, und dann kommt er nicht zum Ende. So. Nächster Redner ist der Kollege Felix